Wir von Daimler, Mercedes-Benz, nehmen die Herausforderung, CO2 zu reduzieren, extrem ernst. Deshalb wollen wir natürlich auch jetzt ein Zeichen setzen mit dem ersten elektromotorisch angetriebenen Transporter, absolut emissionsfrei. Das V2 E-Cell-Projekt ist ein ganz spannendes Projekt bei Mercedes-Benz Transporter. Da geht es darum, auf der einen Seite die technischen Herausforderungen zu meistern, aber darüber hinaus auch eine wirtschaftliche Lösung für unsere Kunden zu bekommen. Gerade beim V2 E-Cell müssen wir einen besonderen Augenmerk auf das Thema Sicherheit stellen. Das Wichtige bei der Erprobung des V2 E-Cells ist, dass wir uns an die klassischen Erprobungen des Verbrennungsmotors auch orientieren. Es sind für uns ganz klar die Wintererprobung, die Sommererprobung und dann im Thema Zuverlässigkeit, Schlechtweg als auch Dauerlauf. Man kann absolut sicher sein, dass wir von Mercedes-Benz für Sicherheit stehen. Das heißt, wenn wir solch eine Technologie entwickeln, dann werden die nach denselben Maßstäben entwickelt, wie wir bisher unsere Technologien auch entwickelt haben. Der Nutzen, der die Elektromobilität unseren Kunden liefert, ist mannigfach. Mittel- und langfristig wird das Elektrofahrzeug eine Antwort sein, um Zero Emission auch in den umweltsensiblen Regionen durchführen zu können. In Ergänzung zu den Kooperationspartnern haben wir Kooperationen geschlossen mit unterschiedlichen Kunden, die den V2 E-Cell im aktiven und im realen Tageseinsatz einsetzen werden. Der V2 E-Cell wird, wenn er sich durchsetzen wird, ein sicherlich wichtiger Bestandteil unserer Fahrzeugflotte sein. Das heißt ja immer, man soll nicht nur über Gutes reden, sondern auch Gutes tun. Und deswegen war es für uns eigentlich selbstverständlich, dass wir uns mit diesem neuen Fahrzeugsegment beschäftigen wollen. Wenn Sie hier aus dem Fenster schauen, dann sehen Sie ja eine ganze Menge von unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Sowas kann man sich alles vorstellen als reiner Elektroantrieb. Der V2 E-Cell ist der erste Transporter und da werden jetzt auch die gewerblichen Kunden mit abgeholt und mit einbezogen in diese Entwicklung. Und das finde ich ganz besonders wichtig, weil es für unser Unternehmen halt von großem Interesse ist. Vom V2 E-Cell erhoffen wir uns eine wirtschaftlich tragfähige Lösung, um umweltfreundlicher und auch lärmärmer unsere Arbeiten in der Stadt Stuttgart durchführen zu können. Gerade im Bereich der Innenstädte ist eine zunehmende Reglementierung der Zufahrt des Individualverkehrs feststellbar. Und speziell in diesem Bereich haben wir die Herausforderung, frühzeitig nach alternativen Antrieben und alternativen Zustellkonzepten Ausschau zu halten. Mercedes-Benz Transporter wird mit dem V2 E-Cell ganz klar Position beziehen. Wir werden als erster Transporterhersteller einen batterieelektrischen Antrieb direkt ab Werk liefern. Im Transportersegment werden wir ganz klar Signale setzen und hoffentlich dann auch unsere Wettbewerber entsprechend motivieren, weiterzumachen. Mercedes-Benz nimmt mit dem Projekt V2 E-Cell eine Führungsrolle ein. Wir sind davon überzeugt, dass dem Elektroantrieb die Zukunft gehören wird und dass wir mit unserer Teilnahme an dem Projekt dazu einen wesentlichen Beitrag leisten können. Es ist ein klassischer Transporter mit einem extrem modernen Antriebskonzept. Ich bin überzeugt, dass wir in elektromotorisch angetriebenen Fahrzeugen eine Führungsrolle im Weltmarkt einnehmen.